Hey Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Vielleicht habt ihr heute schon die FIFA 21 Spielerkarriere bei Greuther Fürth gesehen. Wenn nicht, schaut unbedingt rechts oben beim i vorbei. War ein super, super cooles Video. FIFA 21, es ist da, es ist draußen. Ich freue mich richtig, das jetzt spielen zu dürfen. Und ihr seht schon oben, wähle einen Manager. Wir starten eine Trainerkarriere. Richtig schön oldschool. Und ich erstelle mir jetzt erstmal einen Trainer, dann zeige ich euch den Verein und dann geht's los. Ich freue mich, es wird richtig, richtig geil. Und wenn ihr das auch so richtig, richtig geil findet, dann unbedingt ein Abo dalassen. Wir gehen auf die 4400 zu, eine schöne Zahl. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu beitragt. Und wie gesagt, Spielerkarriere, Trainerkarriere. Nächste Woche kommt noch ein neues Projekt mit Jan zusammen. Das wird richtig, richtig cool. Und PES kommt auch noch auf meinem Kanal ein bisschen weiterhin, falls es jemanden interessiert. Und es ist einfach richtig, richtig cool gerade. Und es kommt jeden Tag ein Video und es ist richtig, richtig nice. Und heute kamen sogar zwei Videos, die nächsten Tage kommen vielleicht sogar auch zwei Videos, also abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Leute, wir gehen in die zweite Liga rein, das habe ich schon in der Spielerkarriere angekündigt und das will ich unbedingt machen. Und es gibt einen Verein, ich wollte das nicht wieder bei Greuther Fürth machen, da habe ich ja eben die Spielerkarriere nämlich jetzt dafür entschieden, dass ich die da mache. Es gibt einen Verein, den ich ziemlich, ziemlich cool finde aus der zweiten Liga, der auch hier in FIFA ziemlich, ziemlich cool dargestellt ist und zu dem ich jetzt und hier gehen möchte. Und das Ganze ist St. Pauli. Ja, ich bin kein St. Pauli-Fan, trotzdem mag ich St. Pauli und ich finde es echt eine coole Mannschaft. Und die müssen wir mal ein bisschen wieder hochpushen, dass die eine gute Saison spielen. Und ich finde es einfach geil. Ich mag die Mannschaft. Falls hier St. Pauli-Fans zuschauen, ihr seid recht herzlich gegrüßt. Wirklich, wirklich cool. Und ihr könnt mir gerne Tipps geben. Also wie gesagt, ich bin kein Fan oder so. Das heißt, ich kenne die Mannschaft auch tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, wer wo spielt, was ich wo irgendwie positionsmäßig ändern muss oder machen muss. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr könnt mir da gerne Tipps reinschreiben, definitiv. So, hier gibt es so eine Turniereinladung, aber habe ich keinen Bock drauf. In der Trainerkarriere gibt es jetzt einiges Neues, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber zuerst sind wir neu, ja, das ist, sehen wir hier, ein schönes Bild. Wir kriegen die Nummer 1, ja. Eigentlich müsste ja die Torwart Nummer 1 sein, oder nicht? So, Trikotverkäufe, sehr schön, interessiert mich nicht. Jugendakademie, kenne ich mich nicht so gut aus. Falls ihr da Ideen habt oder sagt, macht das unbedingt, dann schreibt mir das auf jeden Fall, in die Kommentare, weil, also ich würde schon gerne Jugendarbeit machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch wollt und vor allem, wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung. So, Trainingstag. Wie funktioniert das denn? Wenn ich hier drauf drücke, was passiert dann? Lol. Okay, das gab es noch nie. Ich kann jetzt spielen oder alles simulieren. Und mit den bisher simulierten Noten. Okay. Zieht Fitness minus 10, pusht aber Bissigkeit um plus 2. Okay, das ist sehr interessant. Da muss ich echt mal gucken, wie das abläuft. Ein Ruhetag, dann wieder Training. Okay, also es hat sich ein bisschen was verändert. Ich bin sehr gespannt. Ja, und da gucken wir dann mal in die Taktik rein. Also so sieht es aktuell aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr sagt, das ist eine scheiß Aufstellung, wenn ihr sagt, das spielen die falschen Spieler, schreibt mir einen Kommentar oder schreibt mich bei Instagram an, ist in der Videobeschreibung auch verlinkt, da könnt ihr auch super gerne schreiben oder ein Foto schicken oder so. Ich ändere das gerne ab, ich bin offen für Neues. Willkommen zur Pressekonferenz. Ja, okay, ist gut. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. Ich komme aus Bayern und ich muss mal schauen, wie ich mich in Hamburg zurechtfinde. Vorbereitung laufen super, ja, ganz klasse. Wir arbeiten jeden Tag hart. Kann das Team einen Platz im Tabellenkeller verhindern? Das ist der Grund, warum ich gekommen bin als Trainer. Ja, die Konstanz ist natürlich entscheidend. Die ersten Spiele werden vielleicht besser laufen, aber das dann über die gesamte Saison auch mit der Rotation und so hinzubekommen, bin mal gespannt. So, das Teammanagement lassen wir dementsprechend, wie gesagt, einfach mal so und starten rein in unsere erste Partie gegen Würzburg. Sollte das jetzt nicht so das größte Problem werden, ist ein Aufsteiger, man darf es doch nicht unterschätzen, in der zweiten Liga, da kann ja jeder jeden schlagen. Das liebe ich so ein bisschen an dieser Liga, ich finde sie total spannend und total geil. Und ja, nichtsdestotrotz
sollte das eine der leichteren Aufgaben werden, hoffentlich. Und ja, man hört schon im Hintergrund, ich feiere das total. Es gibt einen Stadionsprecher und das ist richtig nice. Das ist richtig, richtig geil. Die Fans schreien zwar nicht den Namen, aber sie schreien mit und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. St. Pauli hat ja richtig, richtig coole Fans. Hoffentlich schauen auch ein paar davon zu und feiern diese Karriere. Ich würde es mir wirklich wünschen. Ja, und von diesen richtig, richtig coolen Fans werden wir gleich ein paar schöne Fangesänge hören. Auch ein Grund, warum ich St. Pauli für die Trainerkarriere genommen habe. Hört mal rein. Nur einer von vielen Fangesängen, das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht. Ich freue mich einfach darauf und hoffe, ihr euch auch. Alter, hört euch das mal an. Das ist so laut. So, Michael Maik, der Trainer, ja. Und wie gesagt, ihr könnt gerne auf diesem... Alter, das ist so laut. Ihr könnt gerne auf diesem Kanal ein Abo dalassen. Aber ich habe auch einen neuen Kanal, der heißt sogar Michael Maik. Und jetzt ist es Knoll. Leider nur eine Ecke. Ich habe sogar einen neuen Kanal, da ist Michael Maik rechts oben beim i verlinkt. Da gibt es Real-Life-Videos, Vlogs, Comedy-Videos mit einer Freundin von mir, bla bla bla, alles mögliche. Warum sage ich Vlogs? Zum Beispiel, weil ich gerade umgezogen bin. Ja, ich nehme dieses Video jetzt aus der neuen Wohnung auf. Das ist das erste Video, was ich quasi aus dieser neuen Wohnung aufnehme. Und wenn ihr so ein bisschen sehen wollt, wie ich umgezogen bin, bla bla bla, dann abonniert den neuen Kanal. Hat auch noch sehr, sehr wenige Abos, also freue ich mich natürlich über mehr. Kurz der Hinweis natürlich auf unsere Dauerkarte. Eine Dauerkarte macht rundum glücklich, immer ein ja, tolles Geschenk. Dauerkarte und ein Abonnement auf meinem Kanal machen richtig glücklich. Ja, genug Werbung jetzt. Jetzt müssen wir mal ein Tor schießen, aber wir kommen da noch nicht so richtig durch. Ich habe übrigens Handspiel an. Hat in der Spielerkarriere schon richtig gut funktioniert. Falls ich das ausstellen soll, schreibt mir das in die Kommentare. Jetzt ist es Dittgen, der auf dem Weg zum 1:0 ist. Yes! 1:0! Richtig, richtig geil. Ich höre mal selber mal kurz ab, weil ich ein bisschen Angst habe, in dieser neuen Wohnung jetzt so rumzuschreien. Das habe ich in meinem Haus immer gemacht. Also im Haus meiner Eltern. Sehr schön, Dittgen hebt den Ball da drüber. Da sind wir als Trainer und bejubeln den ersten Treffer, 21. Spielminute. Ja, die Ansagen brauche ich nicht mehr machen, die macht der Stadionkommentator feierlich komplett. Und die Fans gehen richtig ab, nach dem 1:0 noch mehr als vorher. Verdientes 1:0 aber. Und da ist das 1:1. Nicht lang hat es gedauert, 25. Spielminute, das heißt 4 Minuten nachdem wir das Tor gemacht haben, kommt Würzburg mit dem Ausgleich, mit der Antwort. Schöne Flanke, schöner Kopfball. Naja. Tor durch die Gäste. Die Nummer 11. Sadio Sané. Bandenwerbung finde ich auch extrem geil, dass die ziemlich realistisch jetzt ist mit den richtigen Sponsoren und so. Feier ich. Es sind so ein paar coole Neuerungen, aber jetzt höre ich mal auf zu labern und probiere zu spielen. Wir müssen hier das Spiel definitiv gewinnen. Ja, und jetzt hören wir schon wieder einen neuen Fangesang. Also es gibt auch wirklich sehr viele verschiedene, vor allem, also die sind halt alle so geil. Hört ihr das an? Das ist so cool.
So, und jetzt der Mittelfeldspieler Areum oder wie auch immer der heißt. Ah, kann man auch mal machen. Uiuiui. Muss natürlich auch auf Hand aufpassen, das kann ich nicht ganz regulieren. Ja, Würzburg auf jeden Fall in der zweiten Hälfte, gerade gut am Drücker. Und damit eine richtig guten Chance in der 56. Jetzt müssen wir mal wieder pushen. Das gibt's doch nicht. Boah, das ist sehr schön. Und das ist wieder dieser Areum, der es wieder nicht schafft, sich durchzusetzen. Ja, und für die Leute, die sich natürlich ein bisschen fürs Spiel interessieren, es gibt da auch ein paar neue Torwart-Animationen. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Der Torwart pariert ein paar Bälle anders. Und... oh, schöner Alter, dass wir noch nicht das 2-1 kassiert haben. Liegt nur daran, dass Würzburg ein bisschen doof sein zu scheint. Also die haben echt so gute Chancen schon vergeben. Oder vielleicht gelingt ihnen auch Würzburg. In der Mitte ist auf jeden Fall alles frei. Und damit ist es das 2-1. Wir geraten in Rückstand. Alter, scheiße. Gegen Würzburg. Komm jetzt. Haben wir eine richtig gute Chance. Und schaffen den direkten Ausgleich. Jawohl. So will ich das sehen. Auch wenn ich nicht richtig rumschreien darf. Nochmal Kontrolle hören. Es ist der direkte Ausgleich und jetzt kann ich mich wieder freuen. Boah, mein Herz hat schon gezittert. Mein Herz hat richtig gezittert, ohne Spaß. Jetzt die letzte Chance. Dittgen. Die letzte Möglichkeit, das sieht nochmal richtig gut aus. Dittgen, wohin? Wohin die Flanke? Scheiße. 2-2 der Endspielstand. Ist okay. Also, ich hatte mir erhofft, hier zu gewinnen gegen Würzburg. Ist auch nicht sehr zufriedenstellend. Aber immerhin haben wir unser erstes Spiel nicht verloren. 4 Tore, 2-2. Muss man mitleben. Ein Remis ist ganz okay, würde ich sagen. Also, hätte besser laufen können. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel einfach aus unserer Hand gegeben. Und, zur Pause habe ich gedacht, dass ich, hatte ich einen Sieg erwartet, definitiv. Okay, Pacarada, der sagt gerade, dass viel über die Position gesprochen wird. Und er ist ja aktuell ein bisschen als linker Flügel ja quasi aufgestellt. Man sieht es hier durch diese Fünfer, also 3-3-4, ich weiß gar nicht, wer die Aufstellung ist, 3-4-3 oder so. Also es ist ein bisschen komisch, es ist fast wie so eine Fünferkette, die aber eher relativ offensiv spielt. Ja, da wir das Spiel ja nicht so gut bestritten haben, würde ich da auch gerne was ändern. Aber wie gesagt, ich warte eher auf eure Antwort. Vielleicht kommt von euch da was. Jetzt spielen wir auswärts. In Braunschweig, wie gesagt, auswärts will ich jetzt mal testen, wie das alles so läuft. Und gegen Braunschweig bin ich auch sehr gespannt. Grüße gehen raus an Jan, der dieses Video vielleicht sogar sieht. Da kommen ja nächste Woche dann auch coole Sachen mit ihm. Ich bin sehr gespannt und dementsprechend starten wir jetzt mal rein gegen Braunschweig und hoffentlich können wir sie besiegen. So, hier in Braunschweig regnet es, es sind mittlerweile 4 Minuten gespielt und Dittgen macht sich wieder auf den Weg auf der linken Außenbahn, ist relativ schnell der Junge und Pacarada, der gesagt hat, er ist gerne bereit auch Flügelspieler zu spielen, muss hier dann direkt mal eine Flanke schlagen. Ja. Da gibt es nämlich den Handelfmeter. Also wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich das ausstellen soll oder nicht. Ich wollte es extra testen. Und jetzt humpelt wieder der Spieler, wie in der Spielerkette. Es ist
Also FIFA ist so geil. Jetzt humpelt er wieder eine halbe Stunde durch die Gegend. Das war in der Spielerkarriere genauso. Übrigens, Spielerkarriere und Trainerkarriere, der humpelt noch ein bisschen weiter. Ich bringe jetzt erstmal beides, Spielerkarriere und Trainerkarriere. Aber bitte unbedingt liken und kommentieren, was euch besser gefällt. Wenn euch beides sehr gut gefällt, ist auch nice. Aber wenn euch eins davon besser gefällt, da kann ich mich leichter entscheiden, weil ich zwangsläufig wahrscheinlich nur ein Projekt weiterlaufen lasse. So, jetzt können wir uns endlich die Szene reinziehen. Ja, das war Hand. Er hat da den Arm rausgezückt. Ist natürlich unbeabsichtigt, weil ich kann da, also ich kann dafür nichts. Das ist halt ein bisschen scheiße so an sich. Oh Gott, wir haben den Elfmeter gehalten. Das ist ja noch nie passiert. Ich habe einen Elfmeter gehalten, Leute. Wie geil ist das denn? Also dafür auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Wenn wir so 70 Likes packen, das wäre geil. Haut einfach mal raus. Würde ich mich richtig drüber freuen. Oh, hallo. Da muss es auf jeden Fall Gelb dafür geben, warum der Schiri da nichts gibt. Das war ein taktisches Foul. So, jetzt kriege ich mal einen Freistoß. Ob ich das kann? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, doch, der kam schon gut ins Eck. Gelbes Time-Finish, aber relativ leicht für den Torwart. So, Halbzeit. Ja, dafür, dass Braunschweig schon einen Elfmeter hatte, hätten sie eigentlich schon 1-0 führen müssen. Die hatten auch ein paar gute Chancen noch im Spiel. Wir haben echt Schwierigkeiten, ganz ehrlich. Also 2 Schüsse, 2 aufs Tor, Braunschweig 3, einen aufs Tor. Ich weiß nicht, ob der Elfmeter da dazu zählt. Aber, also schlecht ist es nicht, definitiv, aber im Prinzip. So, ich bekomme wieder einen Freistoß. Knoll ist es. Und jetzt treffen wir vielleicht mal grün. Ne, machen wir nicht. Aber der Ball ist drin und FIFA tappt raus, warum auch immer. Der Ball ist drinnen, 1-0. Das ist der Nachteil, wenn man FIFA auf dem PC spielt. Als ob ich gerade einen Freistoß reingemacht habe. Ich glaube, das ist irgendwas von St. Pauli. Kann das sein? Weiß es nicht. Auf jeden Fall ein schöner Freistoß. Dass der reingeht, habe ich aber nicht gedacht. Der Torwart hat natürlich da keine Chance. Der Ball ist so knapp, dass er an die Latte geht, ans Lattenkreuz. Und ja, scheinbar ist er über der Linie. Also Torlinientechnik. Tor für den FC St. Pauli. Wird irgendwie nicht angezeigt. Marvin Knoll. Aber ja, ist ja auch scheißegal. Ist nicht wichtig. Hauptsache lieber diese komische Animation. Egal. Was ich übrigens auch ganz cool finde, habe ich auch in der Spielerkarriere schon mal gesagt, dass der Kommentator im eigenen Stadion die Namen halt immer richtig mit Emotionen und so und mit Fangeschrei und so dann vorliest. Und dann, wenn man jetzt auswärts trifft, zum Beispiel ich jetzt mit dem 1-0, dann liest er es halt relativ emotionslos vor, den Namen. Das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Ja, boah, das war wieder sauknapp. Ja, wir haben halt mit unserer Dreierkette, hochstehende Fünferkette, je nachdem wie man es will, schon oft auch da Lücken. Oh, endlich erreichen wir unseren riesigen Stürmer mal. Ei, was für ein Schuss. Leckt mich doch mal. Tatsächlich, hört ihr es? So ganz leise, also genauso wie ich es mir gedacht habe. Jetzt führen wir mit 1-0. Jetzt sind die St. Pauli-Fans ein bisschen lauter, aber immer noch relativ leise im Hintergrund. Aber man hört sie. Das ist richtig geil. So, 2 Minuten Nachspielzeit und wir sind nochmal aktiv. Naja, nicht mehr so wirklich. Jetzt müssen wir aufpassen. Die letzten Sekunden ticken. Wir rutschen vorbei. Oh. Der Ball war zum Glück im Aus, bevor er da an die Latte dockt. Wir gewinnen das Spiel, auch wenn es nur mit einem 1-0 ist. Bin ich sehr zufrieden damit. Nice one. 3 Punkte auswärts am zweiten Spieltag. Und wir haben gegen Jans Braunschweiger gewonnen. Ich meine, ein Spiel machen wir in der heutigen Folge noch. Und das ist Pokal gegen den ersten FC Kaiserslautern. Also mehr Tradition geht nicht, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir es irgendwie überstehen. Und dass ihr mir dann eben bei YouTube Kommentare oder eben bei Instagram, wie ich gesagt habe,
einfach ein paar Tipps gebt oder vielleicht sogar ein paar Bilder schickt oder so, was ich da mit der Aufstellung machen kann. Weil dementsprechend richte ich mich dann bis zur nächsten Folge, dass ich da ein bisschen was umstellen kann. Und wegen Handspiel natürlich auch. Wir sind am Millerntor. Kaiserslautern gegen St. Pauli. Siehst du, genau das meine ich. Jetzt haben wir das tatsächlich. Ich finde das so geil. Kaiserslautern hat auch Fangesänge drin. Danke FIFA. Feiere ich richtig. Und jetzt hört man da aus dem Eck FCK, FCK und die anderen die ganze Zeit St. Pauli. Das ist halt schon ziemlich nice. Und Ditgen, damit habe ich es jetzt ein bisschen versaut. War nicht gut gemacht. Hier, der Nummer 17. Kreie oder so. Bisschen in der Kritik nach dem letzten Spiel. Ich weiß zwar nicht ganz warum, aber er war es auf jeden Fall. Jetzt weiß ich warum. Hätte ich entweder abschließen müssen oder früher passen. Ganz mies. Ja, Lankford ist auf dem Weg. In der Mitte ist nur keiner. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Da hört man es aus dem Hintergrund. FCK. Ich feiere das richtig. Also so macht FIFA Spaß. Das ist richtig, richtig schön. Und jetzt ist es Ditgen. Oh, der Ball kullert noch. Und kullert fast rein. Eieiei. Es geht wieder über links. Es geht wieder über Ditgen. Und er macht es selbst. Und der Ball ist drin. Yes. Ditgen. Mit dem 1:0 für St. Pauli hochverdient. Ich hätte natürlich jetzt abspielen können, aber es hat bisher noch nicht funktioniert. Und es sah so schön aus. Und es hat auch funktioniert. Richtige Entscheidung. 32. Minute. Ja. Tor für St. Pauli. Brauche ich gar nicht mehr selber sagen. Oh. Schöne Chance. Lankford und in der Mitte ist es der Stürmer. Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist egal. Es ist das 2:0 in der 42. 10 Minuten später. Und es ist eine verdiente Führung für St. Pauli. Die Jungs aus Hamburg machen hier den deutlich reiferen, deutlich besseren Eindruck. Zweite Liga gegen Dritte hier deutlich zu spüren bisher. Und damit ist es durch Taschki, ich bin mal gespannt, wie der das jetzt gleich ausspricht, hier das 2:0. Ganz wichtig. Taschki spricht das irgendwie aus, keine Ahnung. Boah, da holt aber Taschki sich den Ball wieder. Und ist auf und davon, leider ein bisschen langsam unterwegs, macht das aber trotzdem ganz gut und schießt dann ins Nevada. Das war nicht schön. Die Nachspielzeit ist eigentlich rum. Ich würde auch gerne in die Halbzeit gehen. Ein 2:0 ist richtig stark. Bisher hatten wir ja sowas noch nie. Und dementsprechend bin ich sehr zufrieden damit. Ja, jetzt langsam wird Kaiserslautern stärker. Wir hatten ja die Chance definitiv zum 3:0. Haben das Ganze nicht gemacht. Mal gucken, ob wir es noch hinbekommen. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zittern. Aber Buchtmann macht das Ganze so schön. Und also das sind Zweitliga-Abschlüsse. Sowas siehst du nicht mal in echt. Das ist einfach à la Mike. Oder à la Fürth. Das ist einfach in meinem Blut drin. Fürth macht das in echt auch tatsächlich. Oh. Also jetzt müssen wir echt aufpassen. Wenn da mal einer durchrutscht, haben wir ein Problem. So, jetzt ist es Paccarada. Er hat ja gesagt, der spielt auch gerne in der Offensive, wenn es sein muss. So, 90. Minute ist angebrochen. Ich denke, ich kann ganz entspannt sagen, dass wir eine Runde weiter sind.
Und wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, gerne eine Bewertung dalassen. Morgen wieder mit einschalten oder wenn ihr noch nicht die Spielerkette gesehen habt, dann auf jeden Fall auch die mal anschauen. Ja, das könnte jetzt... Warum ist er so weit vorgegangen? Er hat sich nicht ein bisschen zurückfallen lassen. War natürlich ein bisschen blöd jetzt von mir. Es gibt nochmal eine Ecke. Oh, Paccarada wird die Chance direkt nochmal gezeigt. Auf dem Zweikanal vorbeischauen, das ist ganz wichtig, um meinen Umzug auch so ein bisschen zu verfolgen und alles Mögliche. 3:0 in der Nachspielzeit durch einen Eckball. Ruhe im Karton, sag es zu. Das ist auch mein Motto. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser heutigen Folge. Wie gesagt, ich setze auf euch, dass ihr mir Vorschläge schickt, dass ihr alles Mögliche macht, aktiv seid. Denn nur wenn ihr aktiv seid, dann bin auch ich aktiv und dann kommt jeden Tag ein Video. Sehr schön. Nochmal ein Tor zum Ende hin durch den Verteidiger. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Die Fans gehen ab. Die Fans gehen ab. Eine Runde weiter im Pokal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Schaltet morgen wieder mit rein. Und bis dahin, haut rein und ciao, ciao.